Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal. Und heute stellen wir euch der Kartograf vor. Beim Kartografen, natürlich, wie könnte es anders sein, kartografieren wir die Landschaften der Umgebung. Der Kartograf ist ein Spiel vom Autor Jordi Aden mit Illustrationen von Lucas Ribeiro. Ist für 1 bis 100 Spieler ab 10 Jahren, dauert ca. 30 Minuten und ist bei Pegasus Spiele erschienen. Der Kartograf ist ein Flip-and-Ride-Spiel, bei dem die Spieler Landschaften entdecken. Jeder verfügt zunächst über eine leere Karte. Im Laufe des Spiels sollen 4 Aufgaben möglichst gut erfüllt werden. Dabei wird für jede Partie je eine aus 4 Karten pro Kategorie ausgelost. Es ist immer etwas dabei, bei dem es um Dörfer geht. Eine Aufgabe dreht sich um Wälder, eine dritte um Wasser und Acker und die letzte darum, in welcher Anordnung man Felder angekreuzt hat. Die Wertungen werden zufällig den Dekreten A bis D zugeordnet. Der Kartograf verläuft über 4 Runden, die durch die 4 Jahreszeiten dargestellt sind. Am Ende jeder Runde werden 2 andere Wertungen abgefragt, sodass insgesamt jede Bedingung genau 2-mal gewertet wird. Alle spielen gleichzeitig. Ein Erkundungskartenstapel gibt vor, was wir als Kartografen entdeckt haben. Ein Spieler deckt die oberste Karte auf. Diese gibt nun eine Kombination aus einer Form und einem Landschaftstypen vor. Dabei hat man noch je nach Karte eine kleine Auswahl bei der Form oder bei der Landschaft. Alle zeichnen gleichzeitig ihre Wahl in die Karten ein. Es gibt nur die Regel, dass die Felder vorher leer sein mussten. Manche Erkundungskarten zeigen Ruinen. Das bedeutet, dass die folgende Landschaft auf eine freie Ruine gezeichnet werden muss. In jeder Jahreszeit kommt eine Hinterhaltkarte dazu. Wird diese aufgedeckt, gibt man seine Karte weiter und ein Mitspieler zeichnet Monster in die eigene Karte ein. Der Hinterhalt kommt danach aus dem Spiel. Auf jeder Erkundungskarte steht oben links eine Zeitangabe. Ist die Summe der Zeiten gleich oder höher als die Zeit der aktuellen Jahreszeit, endet die Runde und es wird abgerechnet. Es gibt Punkte für die Wertung für spezielle Konstellationen, hier zum Beispiel für jede vollständig gefüllte Reihe oder Spalte. Außerdem gibt es Punkte für Münzen, die man manchmal durch Karten erhält oder wenn man ein Gebirge orthogonal umschlossen hat. Jedes offene Feld neben einem Monster gibt noch einen Minuspunkt. Dann beginnt die nächste Runde. Der Spieler, der nach der 4. Runde die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt den Kartografen. Ja, als ich die Ankündigung gehört habe, der Kartograf ist ein... Es ist kein Roll-and-Ride-Spiel, aber so ein Flip-and-Ride-Spiel. Da war ich schon wieder skeptisch und habe gedacht, ach, noch so eins dieser Art. Und ihr wisst wahrscheinlich mittlerweile, dass ich nicht so ein großer Fan von diesen Spielen dieser Art bin. Und dann habe ich von vielen gehört, ah, das Spiel ist so toll und spiel es unbedingt mal und ist so gut. Und ich war skeptisch. Und dann habe ich es gespielt und siehe da, es hat mir sehr gut gefallen. Also ich muss wirklich sagen, das fühlt sich neuartig an. Das ist mal was ganz anderes. Mir gefällt sehr, sehr gut dieser Wertungsmechanismus. Den kennt man so vielleicht so von Isle of Skye zum Beispiel, dass eben immer 2 Wertungen kommen und die rotieren so durch. Und im 4. ist jetzt hier ein bisschen anders als bei Isle of Skye. Im 4. kommen dann die beiden wieder. Aber so dieses Durchrotieren, das hatte mir dort auch schon sehr gut gefallen. Das ist hier eben auch sehr gut, sodass man beim Einzeichnen immer irgendwie alle 4 versucht im Blick zu haben. Das geht natürlich nicht ganz immer. Es hängt davon ab, welche Landschaft gerade gefragt ist. Besonders spannend wird es dann bei den Karten, wo man sich wie hier zum Beispiel zwischen 2 Landschaften entscheiden muss. Will ich jetzt eher dieses Ziel voranbringen oder eher dieses? Wie baue ich es an, damit es am besten dieses hier auch noch mit berücksichtigt und damit ich mir das hier vielleicht nicht verbaue? Und ja, diese taktischen Überlegungen, die machen das für mich zu einem richtig guten Spiel, weil es eben nicht nur auf diesen Zufall ankommt, wie sonst, wenn man oft würfelt und dann hat man halt irgendwie genau das, was man braucht oder nicht, sondern alle haben genau die gleichen Voraussetzungen, alle müssen das Beste aus den Karten machen. Ich finde auch sehr schlau umgesetzt, die Karten, wo man sich, ah, hier sieht man das mal,
zwischen der Größe der Teile entscheiden kann, aber wenn man das kleinere nimmt, also wenn man weniger einzeichnet, also vermeintlich einen Nachteil hat für die nächste Wertung, kriegt man diese wertvolle Münze, die einfach dann bei jeder Wertung, die noch kommt, ein Punkt ist, ein ganz sicherer Punkt, egal was man sonst gemacht hat. Und diese Entscheidung zum Beispiel finde ich auch sehr stark, einfach baue ich das kleine oder das große Teil ein. Und wie kann ich am geschicktesten auch noch das so einbauen, dass das hier um diese Gebirge ist, damit ich mir vielleicht noch eine Münze erarbeite. Und das finde ich richtig cool. Und auch ganz gut gelöst, obwohl ich nicht so ein wahnsinnig riesiger Fan von so fiesen Geschichten bin. Aber hier finde ich es ganz schön gemacht. Das kennen wir aus, aus der Penny Paper Reihe schon so ein bisschen so, dass wenn hier so ein Angriff kommt, hier ein Knollangriff zum Beispiel, dass wir alle unsere Blätter rotieren und dem anderen was Fieses einzeichnen. Das ist hier auch sehr schön gelöst, dass man es eben so einzeichnet, dass möglichst viel Platz außenrum ist. Jedes freie Feld, was dann am Ende der Runde neben einem Monster ist, das bringt dann Minuspunkte. Ist also auch hier wieder sehr fein gearbeitet und gut überlegt. Und was ich richtig gut finde, ist eben, die können nur ein einziges Mal kommen. Also es kann nicht sein, dass gleich am Anfang irgendwie 4 Stück kommen, weil pro Wertungsphase, also pro Jahreszeit, ist nur ein neuer drin. Und wenn der halt nicht kam in der letzten Jahreszeit, dann ist halt einer mehr drin, weil eben in der letzten Jahreszeit halt keiner kam. So dass wir maximal 4 Stück davon haben und es nicht so wie bei Penny Paper, da war das nicht limitiert. Da konnte das dann immer wieder kommen. Oder nicht so krass limitiert, während es hier einfach genau 4-mal kommen kann. Und wenn man Glück hat, vielleicht, dann kam es nur 2-mal im Laufe des Spiels. Also das kann auch sein. Und das finde ich hier wirklich sehr sauber konzipiert und sehr schön gearbeitet. Und es ist sehr abwechslungsreich, weil die Ziele wirklich auch sehr unterschiedlich sind. Also vor allem hier, wie man bauen soll, dieses, was jetzt unabhängig ist von einem Landschaftstyp. Also muss man mal Spalten und Zeilen füllen. Da geht es manchmal um die Diagonale oder auch um ganz andere Dinge. Und die finde ich richtig gut gelungen, dass es sowas eben auch gibt und dass es nicht nur auf die Landschaften ankommt. Ja, und ich muss sagen, das ist ein rundes Spiel. Das spielt sich flott. Das ist, fühlt sich immer wieder neu an durch die verschiedenen Ziele. Und irgendwie total schön gearbeitet, auch von den Illustrationen finde ich es richtig toll. Ja, und ich bin tatsächlich überraschenderweise ganz begeistert und kann das Spiel empfehlen und muss sagen, also hier habe ich tatsächlich auch nichts zu bemängeln, weil es einfach sehr rund ausgearbeitet ist und einfach ein tolles Spiel in so einer kleinen Packung. Ja, dann hoffen wir konnten euch hier einen guten Eindruck in das Spiel bieten. Wir wünschen euch natürlich weiterhin viel Spaß beim Spielen und hoffen, dass ihr wieder einschaltet, wenn es heißt, spiel doch mal.